Hallo zusammen, ihr habt einen Bus gekauft, ein Wohnmobil und ihr habt einen Gaskühlschrank drin, das heißt einen Absorberkühlschrank. Und dieser Absorberkühlschrank, der macht euch autonom und ihr könnt mit Gas kühlen. Ihr braucht dann pro Monat circa eine Flasche Gas. Also wenn ihr einen Monat unterwegs seid, dann sind 50 Franken mittlerweile in der Schweiz gebraucht. Und ihr überlegt euch, weil ihr auch in den Süden fährt und der Absorberkühlschrank nicht mehr nachkommt, oder mit Solar zu montieren. Also zum Beispiel mit solch einem Panel, beziehungsweise zwei, kann ich damit den Absorberkühlschrank betreiben. Dann sage ich, vergiss es. Ein Absorberkühlschrank in der Größe hier, der zieht 180 Watt pro Stunde. 120 Watt je nach Hersteller. Und da braucht ihr rund 10 Quadratmeter Solarzellen. Ein Absorber-Kompressor-Kühlschrank wie der hier, der braucht rund 8-mal weniger Strom wie ein Absorber-Kühlschrank. Das heißt, den könnt ihr mit 150 Watt Solarzellen betreiben. Also das heißt, mit zwei solchen Panels und einem Solarregler, ein bisschen Kabel dazu, könnt ihr eure Batterie laden und damit einen Kompressorkühlschrank hier, ein 90 Liter, damit betreiben. Überhaupt kein Problem. Das bedingt aber, dass ihr den Absorberkühlschrank ersetzt oder wenn ihr erst in der Planung seid, direkt einen Kompressorkühlschrank kauft. Aber wenn ihr schon ein Wohnmobil habt und ihr seid ein erstes Jahr, zweites Jahr im Urlaub gewesen und ihr habt festgestellt, das Teil kühlt nicht, weil der Absorberkühlschrank kühlt nicht, wenn er schräg steht, wenn er bewegt wird und wenn es über 35 Grad hat, das ist Physik. Da braucht ihr einen leistungsfähigen Kompressorkühlschrank, der kühlt auch noch bei 50 Grad Außentemperatur. Muss ich jetzt meine Batterie ersetzen? Ich habe hier eine Lithium-Batterie, eine 100 Ampere. Ihr habt vielleicht, wenn ihr ein Standard-Wohnmobil habt, eine 95 AGM-Batterie drin, eine Zusatzbatterie. Nicht die Fahrzeugbatterie, sondern die Zweitbatterie. Nein, ihr müsst ihn nicht ersetzen. Ihr könnt mit dieser Batterie fahren, ihr könnt mit dieser Batterie, wenn sie jetzt einigermaßen zurecht ist, könnt ihr die Hälfte rausziehen. Das heißt, ihr könnt so einen Kühlschrank rund 2 Tage lang betreiben und das reicht dann, wenn es schönes Wetter ist, mit diesem Panel habt ihr eine Autonomität. Ihr müsst eure Batterie, die ihr jetzt drin habt, die original vom Erstausrüster drin ist, nicht ersetzen. Ich sage immer, die alte Batterie drin lassen, totfahren, bis sie halt nicht mehr geht, bis die Kapazität nur noch die Hälfte ist, so oder so, und dann könnt ihr euch überlegen, eine Lithium-Batterie reinzusetzen. Dieser Regler da ist nur ausgelegt für Lithium-Batterien, nicht ideal für das Betreiben von AGM-Batterien, aber ihr lädt hoch bis auf 14,4, 14,6 Volt. Also wenn ihr umrüsten wollt auf Solar, den Absorberkühlschrank, kommt ihr nicht drum herum, den Absorberkühlschrank rauszuschmeißen, die Gasleitung zu verschließen mit dem Pfropfen, ein Kabel direkt zu ziehen auf die Fahrzeugbatterie und da einen Kompressorkühlschrank einzubauen. Weil die meisten Absorberkühlschränke in diesem Fach kriegen nur Strom, wenn der Motor läuft. Es gibt zwar die EBLs, die Elektroblock, da kann man umstellen, aber mittlerweile gibt es auch die Sparmodelle von den EBL, die halt nicht umgestellt werden können. Dann am besten alles abhängen und ein neues Kabel direkt ziehen mit einer Sicherung auf die Fahrzeugbatterie, die in der Regel unterm Sitz vom Beifahrer sitzt.
Der Solarregler, das ist ein MPTT-Regler. Dieser MPTT-Regler muss so nah wie möglich an die Batterie. Hier habe ich jetzt einen Industriestecker drin. Wir haben den gleichen mit O-Ringen direkt auf die Batterie angeschlossen, weil der misst ja die Batteriespannung. Der kommuniziert mit der Batteriespannung und schaut, wenn die Batterie voll ist, muss er da zumachen. Und vor allem, er regelt nach der Batteriespannung. Die Leitung aufs Dach, jetzt hier 5 Meter, die sind beim Set dabei, wenn ihr zwei solche Batterie, solche Panels nehmt und diesen regelt. Wenn Fragen sind, stellt sie mir in die Kommentare oder ruft bei uns an. Unten verlinke ich die ganzen Kataloge von all unseren Kühlboxen, auch den Katalog mit der Stromversorgung, wo ihr die Regler findet, wo ihr das Solarpanel findet. Hier verlinke ich euch einen typischen Dachzeltcamper, also relativ klein, eine Kühlbox. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.